Geschwindigkeiten von bis zu 380 Kilometern pro Stunde, Temperaturschwankungen von minus 40 bis plus 45 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit bis 95%. Es ist ein schwieriges Terrain für den Highspeed-Verkehr in China, dem Land der großen Entfernungen. Entsprechend ehrgeizig und fordernd sind die Vorgaben der Betreiber für den Unterbau ihrer hochmodernen Züge. Die Aufgabe? Weiterentwicklung der bisherigen Standardwerkstoffe nach ER8 in Richtung größerer Härte und unter Beibehaltung der bisherigen Werkstoffkennwerte wie Festigkeit und Kerbschlagarbeit in Radkranz und Steg. Dazu Einhaltung der anspruchsvollen metallographischen Vorgaben bezüglich Gefüge, Reinheitsgrad und Korngröße. Unsere Lösung Ultradur ER8H mit Tiefenhärte 265 HBW rund um die Radlauffläche, eine Weiterentwicklung von ER8. Das Ergebnis? Ein Hochgeschwindigkeitsrad, das unter Einhaltung sämtlicher vom Kunden geforderter Kennwerte neue Maßstäbe setzt bei Laufruhe und Laufleistung. Die gerade, besonders gewichtssparende Bauform der spannungshomogenisierten Räder ist eine BVV-Erfindung. Sie reduziert Eigenschwingungen und Geräuschabstrahlung signifikant und vereinfacht Wartung und Service. Der neu entwickelte Werkstoff ER8H auf der Basis von ER8 punktet mit erhöhter Härte von mindestens 265 HBW gleichmäßig um den Radumfang und in der Tiefe der Verschleißlinie. Exakt auf die jeweilige Legierung eingestellte Schmiedetemperatur garantiert die richtige Balance zwischen Härte und Geschmeidigkeit des Werkstoffs. Die überragenden Langlaufeigenschaften unserer Räder werden durch die spezielle Wärmebehandlung Advanced Heat Treatment AHT sichergestellt. Punktgenaues Aufheizen und Abkühlen unter der Wasserdusche. Anschließend entspannen wir den gehärteten Stahl. Beim Anlassen erhält der Werkstoff die nötige Zähigkeit und Härte, die die hohen Laufzeiten garantieren. Die Einstellung der NC-Bearbeitungszentren auf geringste Toleranzen im Mikrobereich reduziert unter anderem Unwucht und Unreinheiten auf ein Minimum. Das garantiert die bekannten BVV-Langlaufeigenschaften. Leichte, hocheffiziente Radialschallabsorber sorgen für niedrige, ungefederte Massen und garantieren beste Dämpfungseigenschaften und niedrige Rollgeräusche. Raddurchmesser von 840 bis 1050 mm. Die Prüfung der Radscheibe erfolgt einfach und schnell über die Lauffläche. Geringste Laufflächenschäden und wartungsarmer Betrieb durch die BVV-Produktionsverfahren und Werkstoffauswahl. Allzeit gute Fahrt, nicht nur durch die chinesischen Weiten.